Grüßt euch miteinander und willkommen zu einer weiteren Folge vom Bonuskapitel von Labyrinth of the World 3, zurück in die Vergangenheit. Und ja, es ist hier ein bisschen abgespaced und irgendwie auch Metro-mäßig. Wer sich an die Metro-Reihe erinnert, ich komme nicht daran, aber ich kenne jemanden, der... Ja, komm. Ja, bitte. Ja, einfach reingestopft, der passt schon. Ja, und Kiki freut sich schon. Super, jetzt kann ich alles erkennen. Ich hatte recht, das ist auf jeden Fall die Tür, wohin sie wohl führt. One way, der eine Weg. Alles klar. Hallo. Finally, I've been waiting for you. Don't look so surprised. I already know all about you. I hope you can help us beat Edocorp. Get into the video station and find the main terminal in the control room. Place the transmitter in it, then I can hack the system. Here, take this. There are instructions on how to assemble the transmitter and what parts you'll need. Okay, eine Anleitung. Super, das sieht doch schon viel besser aus. Das sollte uns weiterhelfen. Ja, aber ich erlaube mir trotzdem mal, mich hier umzusehen. Erstmal den Zettel, ich will den Zettel lesen. Mr. Inkman, das ist der Mann von vorhin, er ist der Vorsitzende der Eve Corporation. Mr. Inkman hat die Eve Corporation zu großem Reichtum verholfen. Wir müssen das Verbrechen ein Ende setzen. Ja, das ist wieder so typisch, hey, ich kann so viel Geld machen, wie ich will und deswegen bestimme ich auch das Ganze. Der Effekt finde ich voll, den Effekt finde ich voll geil. Ja, das wäre ein Let's Play-Rechner, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Monitore. Damals schon ein Headset, Tastatur. Ja, Telefon haben wir auch noch hier. Gaming-Stuhl natürlich. Die riesen fetten Subwoofer-Boxen. Das wäre schon so wirklich so ein Equipment, wa? Jemand hat die mittlere Einheit entfernt. Okay, dann kann ich aber hier noch nichts anfangen mit. Das wird definitiv ein Rätsel. Altes Werkzeug natürlich. So, was sagt die Karte? Wo muss ich hier? Ich muss do hier. Wahrscheinlich für das. So, dann können wir wieder hier rein. Und das wird natürlich wieder ein Wimmelbild. Oder wie ich es immer gerne nenne, Schattenwimmelbild, weil man nur die Umrisse sieht. So, erstmal drei Mikrochips. Mal da. So, könnte natürlich auch ein gezeichneter sein. Einmal hier, dann drei Zangen, einmal da, einmal dort. Alter, was ist eine kleine Zange? Und dort. Oh, das könnten jetzt Kameralinsen sein. Einmal hier, einmal da, einmal da. Notizblöcke, einmal hier, einmal da, einmal dort. Drei Pistolen, hier ist eine gezeichnete, da ist eine, muss nur noch eine, und da ist eine, dann drei Wagen, einmal hier, hier ist auch ein abgebildet, und, noch eine andere. Warum hat sich jetzt der Staubpartikel verändert? Okay, das war ein bisschen verwirrend gerade. Ich sehe aber keine andere Waage. Das ist Waage zu bezweifeln, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es wird halt. Das war eine Waage. Okay, das war eine tragbare Waage wahrscheinlich. Griff hat hier gefehlt. Kriegen wir das und noch eine CPU. Laser. Beaming on my laser. Was? Anleitung vielleicht auch noch. Ui. Wie kann ich das bitte schön drehen?
Warte mal. Warte mal. Na. Ah, Gott, ich sollte mal die Gebrauchsanweisung lesen, aber ich schaue, brauche ich gar nicht. So. Nummer 1. Ich will das Bedienfeld haben. Ich wollte gar nicht raus, aber Dankeschön. Excellent. You found everything we need. Here, take the key for my motorcycle. You can use it to get to the station. Yay, wir haben einen Brumm-Brumm. Aber vorher trinke ich noch einen leckeren Kaffee. Und nein, es ist kein Kaffeehaag. Übrigens mein Sternzeichen. Ah, das ist das Hauptquartier der Eve Corporation. Natürlich kann ich den Zutritt verschaffen. Kann ich die Zange dafür nutzen? Nee. Wie kann ich sie beseitigen? Ja, komm, mit dem Laser kannst du doch eine Stange zu... Weg... Da. Junge, sei doch mal einmal in deinem Leben verdammt nochmal kreativ. Dann könntest du dich etwas nicht wissen. Ich muss mir Zutritt verschaffen. Vielleicht mit Laser... Gleich mit der Zange. Lineal. Magnet. Okay. Der Typ ist eindeutig sehr unkreativ. Jo, das ist gar nicht laut und auffällig, dass da jemand sich mit einem Laser Zutritt verschafft. Nein. Da ist einer der Generatoren, die ich brauche. Doch, zuerst muss ich die Kabel abklemmen. Ist gar nicht auffällig. Überhaupt nicht. USB-Stick. Als Schlüssel genial. Und das ist natürlich wieder ein Schattenwirbel. Da die Kamera. Dann brauche ich noch eine Kamera. Ist hier. Dann eine Tastatur. Oh, eine Lasertastatur. Das wäre natürlich auch mal interessant. Eine Lasertastatur. Oder Lichttastatur. Da ist die. Ist auch keine Glühbirne, okay. Das ist aber eine. Das ist aber eine. Dann brauchen wir noch ein Werkzeug. Das. Das hier und. Na, wo könnte jetzt die andere. Der andere Schraubenschlüssel sein? Ja, wäre zu einfach, wenn das andere Ding einfach direkt daneben wäre. Na, wo ist jetzt der andere? Ich nehme einen Tipp. Ja, nee, das erkennt man auch voll als Schraubenschlüssel. Schon klar. Schublade, CD, Verlängerungskabel. Ja, das könnte alles Mögliche sein. Ein Kolben. Okay, jetzt brauche ich bloß noch den Kolben. Oh,
USB-Schlüssel. Natürlich Laser. War ja klar. Okay. Leite deinen Roboterfreund zum roten Knopf hin, indem du seine Schritte mit Hilfe der oberen grünen Pfeile programmierst. Er bewegt sich vor dem links nach rechts, wähle dann den Startknopf. Also, jetzt muss ich mal schauen. Einfach mal, ich muss mal testen. Nee, ich muss es nochmal resetten. Ich muss nur mal schauen. Okay. Also da darf ich auch nicht hinkommen, alles klar, verstehe. Mal. Einen Moment, Freunde. So, Freunde. Wie gesagt, wir machen es jetzt erstmal so. Ich habe mir jetzt durch das Handbuch ein bisschen mal wieder helfen lassen, gebe ich freiwillig zu. Ich bin ja nicht so einer, der sagt, nee, ich nutze keine Handbücher, nö, ich nutze keine Lösungswege. Ich gebe es wenigstens zu. So. Einfach das Ganze mitmachen, Freunde, als Guide quasi. Hier 1, 2, 3 freilassen. Dann nach oben. Nach oben. Und den Rest so freilassen. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Los, lass uns den Aether Corazon ausschalten. Nur ein kleiner Kerl, aber wir müssen uns noch nicht ausruhen. Ja, da brauchen wir den Code, weil... Nur ein kleiner Kerl, aber es noch nicht ausruhen. Ja, gut.
Super gemacht, kleiner Kerl, aber wir uns noch nicht ausruhen. 100 Euro weniger für den Übersetzer. Was soll ich denn sonst hier noch machen? Hallo? Oh je, der Goodie-Decker. Den natürlich, den habe ich wieder komplett übersehen. Kapsel. Ah. 54, 32, 5. Also 5, 4. 3, 2. Da brauche ich nicht mal eine Erklärung dafür, ganz ehrlich. Hätte ihr euch sparen können. So, mach kleine Kerl, wir haben uns... Wir können, ja, jetzt wiederholt den Satz doch nicht 100 Mal, Mädel. Junge. Ich weiß nicht, ob wir Junge oder Mädel spielen. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann lass uns das Ding erknacken. Okay, hier kommen die drei Dinger hier rein. Da kommt auch noch was rein. Ein Feuersymbol fehlt. Ja, hier fehlt einiges. So, you're the one trying to ruin my plans. Do you really think you can stop me? Soon, I'll destroy everyone in the resistance. Ja, Inkman, deine Zeit ist um. So, und jetzt? Achtung, dieser Bereich unterliegt besonderen Sicherheitsmaßnahmen, inklusive Giftgas. Mitarbeiter müssen stets einen Schutzhelm tragen. Okay. Okay. Kann ich schon mal hier hinhängen, oder? Jo, fehlen aber doch noch zwei Stück. Mini-Lötlampe. Hä? Mini-Lötlampe. Mini-Lötlampe. Jungs und Mädels, lasst euch mal ein bisschen bessere Übersetzungen einfallen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Verbindungsstück. Karte. Wahrscheinlich hierfür. Ein Wimmelbild. So, Axt. Eimer, Brecheisen, Feuerlöscher, Schlauch, Taschenlampe. Was? Gaff. Gasmaske, Helm, Erste-Hilfe-Kasten, Schaufel, Ventilrad. Okay. Axt. Eimer. Wo ist das Brecheisen? Brecheisen, Brecheisen. Das ist keins. Ich scanne mal einfach mal wieder ab. Scan-Modus activated. Entweder bin ich jetzt blind oder ich sehe das Brecheisen halt wirklich nicht. Oder ist das wieder ein typischer Übersetzungsfehler? Oder ist es einfach rot auf rot auf rot, deswegen man es auch nicht erkennen kann? Aber gut, wir haben es ja gefunden. Ich will ja nicht meckern. Schlauch, Taschenlampe. Ich habe keine Ahnung, was ein Gaff ist. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ein Gaff ist.
Ja, Kiki, hier, viel Spaß damit. Schon viel besser, jetzt kann ich sogar atmen. Jawohl. Da bricht mir wieder ein Werkzeug. Ich muss es unbedingt öffnen. Wir hätten was zum Aufmachen gehabt. Aber du musst es ja wegschmeißen. Yay. Es ist halt so typisch Wimmelbild. Hast du ein Werkzeug, was du in den nächsten Screen benutzen müsstest oder bräuchtest? Ja, denkt sich das Spiel. Nö. Du musst jetzt Neues suchen. Drücke alle Knöpfe ein. Das Drücken eines Knopfes kann sich auf den anderen auswirken. Okay. Die Drähte sind richtig verbunden. Müsste alles funktionieren. Jetzt muss ich nur noch um die Installation des Transmitters kümmern. Als würde der Hacker, würde das einen Hacker hindern. Alle Videodateien müssen vor der Veröffentlichung von Management geheimgestellt werden. Keine Ausnahme. Transmitter? Ja, okay, hier hätte ich das Verbindungsstück aber auch gebrauchen können. Oder das hier. So, dann wissen wir ja, womit wir das jetzt machen können. So, nochmal das hier. Das war hier hinten, das hat man ja schon an der Wand gesehen. Das sieht wie ein uraltes Nintendo-Spiel aus. Oh oh. Verbinde die großen farbigen Marken mit den Gleichfarbvierecken. Wähle zwei Marken aus, um sie miteinander zu verbinden. Die Verbindungen dürfen nicht überkreuzen. Okay. Ach, sowas ist das. Okay. Wie mache ich jetzt hier weiter? Ah. Okay, ich habe verstanden. Okay, das ist wieder falsch. Nein, ich muss alles mehr machen. Oh. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich es jetzt hier habe. Jawohl. Info. Tausche die Einzelteile aus, um den Kreislauf wiederherzustellen. Wähle zwei Teile aus, um sie auszutauschen. Ich würde mal sagen, komm, das kommt hier nach oben. Du kommst hier hin. Du kommst da hin. Verbinde alle Linien, aber verwende jede Linie nur einmal. Punkte kannst du nur mehrfach verwenden. Dann ist es aber keine, ganz ehrlich, dann ist das aber keine Herausforderung. We
did it. Now we can broadcast the press release. Hello, I'm Dr. McCain. Today, members of the Resistance defeated ETA Corp. For a long time, the corporation has told everyone that energy is incredibly expensive. But that's a lie. Everyone can get clean, cheap energy. We declare that Mr. Inkman and his aides are on our most wanted list. Now I'll tell you how to use simple devices to construct generators. Thank you. We couldn't have done it without you. It's a shame you have to leave us. Good luck. Labyrinth of the World, zurück in die Vergangenheit. Und Glückwunsch, wir haben das Bonuskapitel abgeschlossen. So, jetzt zeige ich euch natürlich noch die Extras. Extras. Persönlichkeitsquiz machen wir auch noch. Hier, ich kann es euch zeigen, leider haben wir in der ersten Welt, in der Hauptstory, haben wir leider nicht alle Puzzleteile gefunden. Aber wir haben alle Statuetten gefunden. Der Bettler. Dann Rebecca. Dann die Muskeltiere. Magnus Carsus. Der Riese. Der Legionär. König Wilhelm. Andra. Mrs. Watson. Debbie Paulsen, die mir ja zu Asche verwandeln haben lassen. Das Orakel. Augustine. Isabel. Dem Peter. Und die Triaden. Haben wir alle bekommen hier. So, jetzt machen wir mal das Persönlichkeitsquiz. Welcher dieser Worte magst du am liebsten? Mode, Bogenschießen, Präsident. Bogenschießen. Würdest du stehen bleiben, um an einer Blume zu riechen? Ja, wenn ich die Zeit hätte. Nein, das ist doch lächerlich. Ja, und ich würde das im Moment genießen. Wo möchtest du leben? In der freien Natur? In einem Großstadtdschungel? Ohne Menschen halt ist es nicht lange aus. In einem Fort? Es ist eine perfekte Balance zwischen Natur und Zivilisation. Okay. Welcher Lebensstil reizt dich am meisten? Ein ruhiges Leben, fernab von jeglicher Zivilisation in einer friedlichen Welt. Ein aufregendes Leben, jeden Moment bereit, aus einem Flugzeug zu springen. Ein abenteuerliches Leben, völlig relaxed, die Länder der Welt besuchen. Das letzte. Wie sieht dein Traumhaus aus? Ein großes Holzhaus mitten im Wald und in der Nähe eines Sees. In der Nähe eines Sees? Heißt es nicht in der Nähe eines Sees? Deutsch übersetzt, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Eine elegante viktorianische Villa, die in einer gehobenen Nachbarschaft steht. In einem Schloss hoch auf dem Berg, das von riesigen Mauern umgeben ist. Wie würdest du ein Land regieren? Demokratie, Freiheit für alle. Diktatur, weil ich immer alles besser weiß. Monarch, ich möchte vergöttert werden. Nee, Demokratie, Freiheit für alle. Du hast eine leistungsstarke Waffe erhalten. Was würdest du damit anstellen? Ist doch klar, ich würde sie gegen meine Feinde einsetzen. Meine viele Familie und Freunde beschützen. Sie hat so viel Power, ich verstecke sie, damit sie niemand in die Hände fällt. Meine Familie und Freunde beschützen. Mit welchem Tier kannst du dich identifizieren? Wolf, Eule, Drache. Drache. Was ist dir besonders wichtig? Macht und Ruhm, eine sichere Welt, Wissen und Kreativität. Eine sichere Welt. Welches Wetter bevorzugst? Kühl und regnerisch, wolkig, heiß und sonnig. Was möchtest du lieber tun? Wildwasser-Rafting in Nordamerika? Spaziergang durch einen wunderschönen Wald? Mit einem Buch auf dem Sofa sitzen? Spaziergang durch einen wunderschönen Wald. Eine Straße teilt sich in drei Richtungen. Wohin wirst du gehen? In die Richtung des mittelalterlichen Schlosses, in Richtung des riesigen Tempels, in Richtung der schwebenden Insel. Schlosses. Mitleider, du gehörst ins Mitleider, Natur, und Ruhe sind sehr wichtig für dich. Dir macht es nichts aus, allein zu sein. Wenn dein Leben einmal nicht so rosig aussieht, atmest du tief ein und lässt dich von nichts beeinflussen. Geil, ich gehöre ins Mitleider. Jawohl. Geil. So, Extras. Erstmal die ganzen Wallpaper, das ist halt so leider gemacht, da kann ich leider nicht anders zeigen.
Ich mach mal langsam durch, sind ja 19 Stück. Aber ich habe schon immer gewusst, dass ich ins Mittelalter gehöre. So, schöne Zeichnungen, ja, ja. Auszeichnungen, schauen wir mal, aber nicht alle bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal nur durch. Ich denke mal, was Ausgegrautes haben wir leider nicht gefunden oder geschafft. Vermute ich mal. Ja, da, das was Ausgegrautes haben wir leider nicht geschafft. Okay, mehr, viele waren das ja nicht. So, Entwürfe. Die machen wir natürlich auch alle erstmal durch. Okay, Sound brauchen wir ja nicht, so schaut das aus. Minispiele könnten wir nochmal alle spielen. Alle Wimmelbilder könnten wir auch nochmal spielen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Magische Artefakte, die haben wir auch alle eingesammelt. Feuerfruchtdrache. Diese Drachen ernähren sich interessanterweise vegan. Ihr Hauptnahrungsmittel sind magische Feuerfrüchte, die in der Grund für ihre Fähigkeiten sind. Jetzt könnte man hier natürlich jetzt jeden Gegenstand anklicken, der Spindel des Schicksals. Die Spindel des Schicksals. Vor langer Zeit stahl ein mutiger Ritter den Faden des Schicksals. Danach spann er den Faden auf eine Spindel, welche ihm Ruhm und Macht und ein langes Leben verlieh. Die Maske der Ewigkeit. Wenn ein Schauspieler die Maske auf der Bühne trägt, wird er für alle Ewigkeit in der Rolle des gespielten Charakters leben. Die Maske kann nur nach dem Tod des Schauspielers abgenommen werden. Oh wow, das ist aber bitter. Ja, brauchen wir jetzt nicht alles anklicken. Wir wollen ja die letzte Folge nicht jetzt unnütz in die Länge ziehen. So, meine Freunde, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Weißsein. Jetzt kommt noch der vierte Teil und letzte Teil, den ich besitze, nämlich Labyrinth of the World 4 Stone Edge. Und dann sind wir durch mit Labyrinth of the World. Und dann dürft ihr euch auf natürlich, ich weiß nicht, man kann es jetzt leider nicht sehen. Wartet mal, hier in dem Regal, wo ihr jetzt ein bisschen was seht, hier wo mein Finger ist, da sind noch haufenweise andere Wimmelbildspiele. Und da will ich mir jetzt wieder vielleicht ein Einzelstück raussuchen oder vielleicht eine Reihe, schauen wir mal. Lasst euch überraschen, ich habe jedenfalls haufenweise Sammler-Editionen. Und dann sage ich mal, bis bald und habt noch eine schöne Zeit da draußen, ja?